Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18. Erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Verhinderung von Falschmeldungen und zur Transparenz der Medienmacht von Parteien. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. So, ich bitte zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Brandner für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vor einigen Tagen hat die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag vor dem Landgericht Hamburg einen juristischen Erfolg gegen das Redaktionsnetzwerk Deutschland erzielt. Ganz klare Falschberichterstattung. Das Landgericht schreibt davon, dass nicht mal ein Mindestbestand an Beweistatsachen vorgebracht worden wäre in diesen Berichten. Ohne Recherchen sei berichtet worden, dass unsere Organklage, die sich mit den Beteiligungsrechten des Deutschen Bundestags im Hinblick auf Waffenlieferungen befasst, wäre von Russland dominiert worden. Das war eine schlicht und ergreifend eine Lüge, die vom Spiegel verbreitet wurde und vom Redaktionsnetzwerk Deutschland aufgegriffen worden ist, ganz im Sinne der SPD, also Fake News und Lügen zu verbreiten. Das wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland, dieses RND, nicht bemerkenswert wäre. Denn dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland ist für überregionale Inhalte der Verlagsgesellschaft Matzak KG zuständig, deren Kommanditistin die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft ist, die wiederum zu 100% der SPD gehört. Man höre und staune. Es ist also kein Zufall und kein Einzelfall, es ist systemisch, meine Damen und Herren. Denn nicht nur ist der eigentlich staatsfern konzipierte öffentlich-rechtliche Rundfunk inzwischen zu einem Staatsfunk mutiert, die Redakteure und Journalisten dort sind zu Staatstrompeten, haben sie sich entwickelt und zur Beute der Altparteien geworden. Aber auch bei den gedruckten Medien, bei der Presse, den Zeitungen und Zeitschriften ist es nicht anders. Kaum Kritik an den Herrschenden, dafür umso mehr Kritik an der Alternative für Deutschland, keine Vielfalt. Deshalb unser Gesetzentwurf, der, und das ist wichtig, wir sind ja nicht bei den Grünen, nicht etwa irgendetwas verbieten will, sondern er möchte Transparenz schaffen, mehr Medienvielfalt, mehr Demokratie wagen, mehr Demokratie herstellen. Das ist wichtig für uns von der Alternative für Deutschland. Und ich weiß genau, gleich kommen die üblichen Verdächtigen aus ihren Reihen. Die werden mit den üblichen Sprüchen über uns herfallen und wahrscheinlich darauf verweisen, dass wir einen ähnlichen Gesetzentwurf schon mal im Jahre 2019 eingebracht hatten. Das wäre soweit korrekt. Insoweit kann ich Ihnen den Wind aus den Segeln nehmen. Aber es spricht ja gerade für einen guten Gesetzentwurf, dass Sie alle von der bunten Einheitsfront damals dagegen waren. Und ein guter Gesetzentwurf wird ja nicht dadurch schlechter, dass man ihn nochmals in dieses Parlament einbringt. Und außerdem ist es ja auch so, dass CDU und CSU zwischenzeitlich möglicherweise dazugelernt haben. Sie sind nicht mehr in den Fesseln der SPD, dieses Medienmonsters SPD, gefangen. Und sag mal, antifaschistische Brandmauer hin oder her, vielleicht nähern wir uns ja bei diesem Thema ein bisschen an. Es geht ja auch zu Ihren Lasten von der CDU. Meine Damen und Herren, die Parteien sollen an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Das setzt natürlich voraus, dass mit offenem Visier gekämpft wird. Und dazu gehört natürlich auch, dass klar ist, wohinter Parteien stecken. Denn politisch eigentlich, also ich sage mal, neutral wirkende Zeitungen können natürlich politische Inhalte besser transportieren als Parteiorgane. Und da sieht es ganz komisch aus in Deutschland. Die Sächsische Zeitung und die Morgenpost, Dresden und Chemnitz, die Niederelbische Zeitung, die Neue Presse Coburg, Frankenpost, der Nordbayerische Kurier, die Westfälischen Nachrichten, die Neuen Westfälischen, das Freie Wort Suhl und die Südthüringer Zeitung. Überall steckt SPD drin, aber nirgendwo steht SPD drauf. Warum denn nicht? Weil keiner ihr Parteiblättchen kaufen würde natürlich. Sie versuchen, das zu verschleiern. Es geht noch weiter.
Über die DDVG gibt es diese Verlagsgesellschaft Matzak, deren Hauptprodukte Hannoversche Allgemeine Zeitung, Neue Presse Hannover, Leipziger Volkszeitung, Dresdner Neueste Nachrichten, Kieler Nachrichten, Lübecker Nachrichten, Ostseezeitung, Göttinger Tageblatt, Märkische Allgemeine. Auch da überall SPD drin, aber SPD steht nicht drauf. Warum wohl? Insgesamt 19 Zeitungsartikel, 20 Zeitungstitel, 20 Anzeigeblättchen, darüber hinaus noch Digitalgeschäft, Film- und Fernsehproduktion. All das bündelt die SPD unter sich bei dieser deutschen demokratischen Verlagsgesellschaft und der Matzak KG. Da muss Ordnung und Transparenz geschaffen werden. Dann kommt noch das Redaktionsnetzwerk Deutschland hinzu, das auch 60 Tageszeitungen beliefert. Alles aus einer Feder, alles gesteuert, finanziert, teilweise im Eigentum der SPD. Liebe CDU, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Also da gibt es wirklich was zu tun. Also, das Bundesverfassungsgericht hat schon 2008 gesagt, fehlende Veröffentlichung von Minderheitsbeteiligung kann sich erheblich auf öffentliche und individuelle Meinungsbildung auswirken. Und das tut es in Deutschland ganz massiv. Deshalb unsere Forderungen, das Parteiengesetz ändern, Transparenz schaffen. Alle Produkte, alle Medienprodukte müssen ausgewiesen werden, die von einer Partei beeinflusst werden. Wir wollen das UWG ändern, Warnhinweise aufbringen auf den Zeitungen, so ähnlich wie zu Nebenwirkungen. Fragen Sie Arzt oder Apotheker, steht da hier dran drauf. Achtung, dieses Blatt gehört ganz oder teilweise der SPD. Das würde schon die Verkaufszahlen in den Keller treiben. Und schließlich rufen wir noch das Kartellamt zur Hilfe, das dann zusammenrechnen wird, auch Redaktionsnetzwerke und sowas. Sie sehen also, meine Damen und Herren, Sie haben es auch vielleicht gehört, auch wenn Sie die ganze Zeit dazwischen gebrüllt haben, mehr Demokratie und Transparenz wagen, das ist und bleibt ein Markenkern meiner Alternative für Deutschland. Und von diesem Weg werden Sie uns nicht abbringen. Da können Sie Gift und Galle spucken. Sie können brüllen aus der Grünen Fraktion und auch bei der SPD. Sie können gleich wieder über uns herziehen, wie Sie wollen. Das stört uns alles gar nicht. Wir stehen an vorderster Front für Demokratie und Transparenz. Vielen Dank. Das Wort hat Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also machen wir es in aller Kürze. Karl Kraus hat es mal mit dem Bonmot zusammengefasst. Manchmal ist das selbst das absolute Gegenteil von dem Behaupteten nicht richtig. Dieser Entwurf ist wieder in typischer AfD-Manier gestrickt. Der erste Eindruck ist ja, das ist ja eigentlich eine sehr vernünftige Idee, die da die AfD aufbringt. Und es ist doch sinnvoll, wenn Transparenz hergestellt wird und man sagen muss, man muss mal die Beziehung und die Verflechtung zwischen Parteien offenlegen. Aber es geht ja der AfD gar nicht darum, Transparenz herzustellen über Beziehung oder Verflechtung, sondern sie versucht mit Falschbehauptungen die Geschichte zu verklären. Und deswegen möchte ich Ihnen auch mal deutlich sagen, wie ist denn eigentlich das entstanden, dass die SPD über Druckereien verfügt, über Zeitungen? Es ist am Anfang im Kaiserreich gewesen, dass Arbeiterinnen und Arbeiter sich den Arbeitergroschen abgespart haben, vom kargen Lohn, Gewerkschaften gab es nicht, um zu sorgen dafür, dass es Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt im Kaiserreich gab, während es die Zensur gab und im Kaiserreich die öffentliche Meinung so reguliert war, dass die Mehrheit in der Gesellschaft nicht zu Worte kam. Diese Druckereien sind selbst erarbeitet. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass gerade aus der rechten Ecke, denn es gab eine rechtsextreme Partei, Nationalsozialisten, die dann genau diese Medienerzeugnisse enteignet haben, die Druckereien enteignet haben. Und es ist kein Wunder, dass das gerade aus der extremen rechten Ecke war. Und wenn man wissen will, auf welcher Seite der Geschichte man steht, dann sage ich Ihnen mal eins. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten saßen im KZ und im Gefängnissen, während andere, insbesondere die Rechtsextremen, in Volkskammern saßen, in Parlamenten, in Amtsstuben und diese Republik nicht verteidigt haben, als es darauf ankam. Und das, meine Damen und Herren, ist der eigentliche Skandal. Und wenn ich mich daran erinnere, was die AfD hier auch in der letzten Woche noch mal mit ihren Versuchen gemacht hat, um den Diskurs zu zersetzen, dann sage ich Ihnen zum Punkt Transparenz 1. Wenn die Transparenz hier hergestellt werden soll, dann sage ich Ihnen ganz offen, Herr Brandner, wie Sie in der letzten Woche gesagt haben, lieber Putin als Böhmermann.
dann bringt es das ganze Problem auf den Punkt. Hinter Ihnen steht Moskau. Sie sind die fünfte Kolonne Moskaus. Sie haben Putins Trolle. Sie haben die Medienmacht einer ganzen Social-Bot-Armee, die nur eines als Ziel hat, nämlich den deutschen Diskurs zu zerstören und diese erfolgreichste Republik, die wir je auf deutschem Boden hatten, zum Scheitern zu bringen. Kollege Hartmann, ich habe die Uhr angehalten, und Sie sehen es vielleicht auch schon. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der FDP-Fraktion? Gerne, ja. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Der Kollege Brandner, der jetzt gerade eben schon wieder reinruft, sagte gerade eben, als Sie, Kollege Hartmann, die Situation in der NS-Zeit beschrieben hatten, ich zitiere, das ist jetzt genau andersrum. So hat es Herr Brandner gerade eben gesagt. Ich wollte wissen, wie Sie diese Situation und diese Behauptung in dem Kontext einschätzen. Sehr geehrter Herr Kollege, lieber Herr Öferlin, das ist genau das, was die AfD macht. Sie zersetzt den Diskurs, geriert sich als Opfer und ist tatsächlich Täter. Denn es ist auch nichts an dem, was jetzt hier als Skandal dargestellt wird, in Wirklichkeit verborgen. Es ist in Rechenschaftsberichten dargelegt, jeder Geschäftsbericht ist einsehbar. Und wenn ein solcher Vergleich gezogen wird mit der dunkelsten Zeit unserer Geschichte, den Ihr Ehrenvorsitzender als Fliegenschiss in der Geschichte bezeichnet hat, dann ist es ein Versuch, und ob es der Vogelschiss ist, es ist ein weiterer Schiss der AfD, und das, meine Damen und Herren, zeigt ordentlich auf, dass es dieser Partei nicht darum geht, das Beste in den Menschen zu wecken, diese Republik voranzubringen durch gute Ideen, gute Gesetzgebungsarbeit, sondern sie versucht, diesen Staat zu zersetzen. Und als Beispiel der Narrative und der Macht, die Sie versuchen auszuüben, weil Sie wortwörtlich Putins Worte wiederholen, sage ich Ihnen an Ihrem Beispiel Tino Chrupalla oder Chrupalla hat in den sozialen Medien geschrieben, die Zerstörung von Nord Stream 2 sei ein Anschlag auf die deutsche Energiesouveränität gewesen. Aber in Wahrheit, meine Damen und Herren, geht es gar nicht um die deutsche Energiesouveränität, sondern Sie versuchen, die Abhängigkeit Deutschlands zu Putins Reich des Bösen für immer herzustellen. Und das sind Narrative, die Sie eins zu eins wiederholen. Und Sie versuchen damit, von der Medienmacht Russlands zu profitieren, während Sie am anderen versuchen, Transparenz darzustellen. Nichts von dem, was aus diesem Schoße kroch, ist gut für unser Land. Nichts von dem, was aus Ihren Reihen kommt, bringt uns voran. All das, was Sie tun, ist Zerstörung des Diskurses, Verhetzung der Debatte. Und wir haben einmal erlebt, dass Rechtsextreme diese Republik zum Scheitern brachten. Aber die nächste deutsche Demokratie scheitert nicht. Wir sind der wehrhafte Rechtsstaat, und Sie sind die Feinde der Demokratie, aber nicht die Hüter der Transparenz. Aber ich wiederhole den Hinweis auch fürs Protokoll. Natürlich werde ich es heute wie immer halten. Ich werde das gesamte Protokoll der Zeit, in der ich hier präsidiere, natürlich sehr, sehr aufmerksam. Sie sind im Moment gerade auf dem Weg zu einem Ordnungsruf. Es steht Ihnen nicht zu, die sitzungsleitende Präsidentin in irgendeiner Weise zu bewerten. Für all diejenigen, die nicht so oft bei uns sind, beziehungsweise auch diejenigen, die vielleicht nicht so oft im Plenum sind, wenn ich gerade leite, also meine Praxis werde ich auch heute fortsetzen und sehr aufmerksam das stenografische Protokoll
studieren, ob es irgendwelche Dinge gibt, auf die wir noch einmal im Laufe der Sitzung zurückkommen müssen oder aber gegebenenfalls in den dafür zuständigen Gremien behandeln müssen. Soweit, so gut. Und wir fahren jetzt in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Ansgar Hebeling für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die AfD-Fraktion heute den Entwurf eines sogenannten Medientransparenzgesetzes vorlegt, muss man schon als einen Treppenwitz der Parteiengeschichte verstehen. Ständig versuchen Sie, den Popanz eines die Medien dominierenden Parteienkartells aufzubauen, das unbemerkt, obwohl unbemerkt kann es ja nicht sein, Sie haben ja eben alle Medien genannt, die zum Medienverbund der SPD gehören, das unbemerkt, aber nachhaltig die öffentliche Meinung formt. Dabei sind Sie diejenige Partei, bei der es mit der Transparenz am meisten hapert. Das eine Mal ist es die sogenannte Lügenpresse, das andere Mal der von Ihnen so betitelte Staatsfunk. Irgendeine Institution oder ein Medium muss regelmäßig als Prügelknabe der AfD herhalten, wenn es darum geht, zu ergründen, warum die große Mehrheit in diesem Land anders denkt als die Funktionäre der AfD. Dieses Mal ist es nun die Beteiligung an Medienunternehmen durch Parteien, die Sie als neue Sau durch das parteipolitische Dorf treiben wollen. Auffällig an der Begründung Ihres Gesetzentwurfs ist indes, dass Sie einen Missstand kritisieren, den Sie ausschließlich bei der SPD zu identifizieren meinen. Sie schreiben selbst ausdrücklich, dass das unternehmerische Engagement der übrigen Parteien im Medienbereich eher gering oder gar nicht vorhanden sei. Gleichwohl wollen Sie für offensichtlich einen Fall das Parteiengesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ändern. Wenn Sie indes so sehr Wert darauf legen, dass in einzelnen Parteien die Transparenz gesteigert wird, dann möchte ich Ihnen raten, fangen Sie erst einmal bei sich selbst an. Vor allem aber Probleme mit der Transparenz. Vor allem, wenn man sich ernsthaft des Problems annehmen möchte, wie transparent oder intransparent die Medienarbeit von Parteien ist, dann sollte man von den sozialen Medien nicht schweigen. Es ist ja heute nicht mehr so, dass der Zugang zur öffentlichen Meinung durch einige wenige große Pressehäuser oder Rundfunkanstalten limitiert wäre. Vielmehr besteht über die sozialen Medien die Möglichkeit, in einem früher unvorstellbaren Ausmaß einzelne Zielgruppen sehr punktgenau zu adressieren. Und da sieht es bei der AfD in puncto Transparenz ziemlich schlecht aus. Ich erwähne nur einmal Drittaccounts auf TikTok, bei denen die Nutzer gar nicht merken, dass es sich eigentlich um Angebote aus der AfD handelt. Und schließlich ist es ja vor allem die Kreml-Partei AfD, die höchst undurchsichtige Verbindungen zu ihren Gönnern in Moskau unterhält. Wir als Union unterstützen gerne ernst gemeinte Initiativen zur Herstellung von Transparenz. Aber im gegenwärtigen Parteienspektrum bedeutet das zunächst und vor allem einmal mehr Transparenz für die AfD. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Lamia Kador für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auf den Tribünen. Dass ausgerechnet die AfD mit einem Gesetz zur Transparenz und mittelbar Parteifinanzierung hier auftritt, ist geradezu, Kollege Hebeling und ich sind uns sehr einig darüber, ein Treppenwitz. Wir erinnern uns, als 2017 interne Chats der AfD auftauchten, wurde auch öffentlich deutlich, wie sich die AfD eine Medienlandschaft nach ihrem Gusto vorstellt. Nach einer erhofften Machtübernahme, Zitat, müssten alle Journalistinnen und Journalisten, Redakteurinnen und Redakteure überprüft und gesiebt werden. Im selben Chat wird weiter schwadroniert, man müsse volksfeindliche Medien verbieten. Alice Weidel fabuliert verächtlich über die rot-grün besetzte Journalie. Stefan Keuter nimmt gerne mal am Moskauer Konferenzen teil und bezichtigt die deutsche Medienlandschaft der Propaganda.
Unsere Medienlandschaft ist zum Teil durch den der AfD so verhassten öffentlich-rechtlichen Rundfunk geprägt. Wir erinnern uns, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde nach dem Terror des NS-Staates gegründet. Nie wieder sollte es einen zentralen, staatlich gesteuerten Propagandasender geben. Von eben einem solchen Propagandasender träumt die AfD erwiesenermaßen noch nicht einmal mehr hinter verschlossenen Türen. Sie sagen es ja gerade. Die freien Medien in unserem Land sind eine der Säulen, auf denen unsere Demokratie steht. Es ist daher keine Überraschung, dass die AfD selbige umgestalten will. Vor diesem Hintergrund ist es geradezu grotesk, dass diese Partei hier mit einem Transparenzgesetz und dem Anspruch, Falschmeldungen verhindern zu wollen, auftritt. Sie selbst ist es doch, die mit Vorliebe mit hochgradig intransparenten russischen Staatsmedien spricht. Sie selbst ist es doch, die schon 2020 konkrete Pläne zum Aufbau eines eigenen TV-Senders in die Wege leitete. Liebe Kolleginnen und Kollegen, demokratische Parteien sind selbstredend für eine unabhängige Medienlandschaft und auch für Transparenz. Aber schauen wir auf Sie. Ja, besser nicht. Ihre Partei ist es doch. Diese Flirtversuche, jedes Mal macht er das und jedes Mal fällt er auf die Nase. Aber machen Sie weiter, Herr Brandner. So, Ihre Partei ist es doch, die offenbar illegale Strommannspenden aus der Schweiz angenommen hat. Und damit, der Rechtsstaat wirkt ja dann doch irgendwie, ordentlich auf die Nase gefallen sind. Sie sind es doch, die durch dubiose Russlandreisen ihrer Abgeordneten längst zur Alternative für Russland geworden sind. Sie wollen doch Hochstapler für die Europawahl aufstellen. Sie behaupten hier, sich gegen Falschmeldungen stellen zu wollen. Dabei sind Sie doch diejenigen, die eben solche Falschmeldungen mit Vorliebe verbreiten. Ihr Kollege Till Schneider, und ich komme zum Ende, behauptete etwa unlängst, Russland würde die Ukraine nicht angreifen, sondern sie verteidigen. Und nebenbei trifft er sich mit Islamisten. Sie machen all das, was Sie den, wie Sie immer sagen, den Altparteien vorwerfen. Angesichts des diplomatisch ausgedrückt sonderbaren Verhältnisses der AfD zu Transparenz, Falschmeldungen an der demokratischen Medienlandschaft ist dieser Gesetzesentwurf geradezu eine Farce. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Petra Sitte für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die AfD beschert uns heute wieder etwas aus ihrer langen Reihe Scheinlösungen für Randprobleme. Ich spare mir an dieser Stelle weitere Erläuterungen zu den intransparenten, hier schon angesprochenen Medienfinanzierungen im Umfeld der AfD und dazu, wie diese Partei im Allgemeinen zur Pressefreiheit steht. Ist nicht nötig, das drängt sich so auf, dass man es hier von jedem hören wird. Wovon Sie mit solchen Anträgen ablenken sollen, ist ja wirklich offensichtlich. Was im Antrag selbst steht, geht aber weitestgehend ins Leere. Sie wollen die Rechenschaftsberichte der Parteien mit ohnehin nicht geheimen Informationen auffüllen. Hierzu genügt ein Zitat aus Ihrer eigenen Begründung. Es lautet: Tatsächlich wird kaum ein Leser die Rechenschaftsberichte der Parteien studieren, bevor er eine Zeitung kauft. Und Sie versuchen, sich das Wettbewerbsrecht zurechtzubiegen, um etwas zu regeln, das ganz offensichtlich nur in den Landespressegesetzen geregelt werden kann. Also es ist schlicht handwerklicher Murks. Als Problem machen Sie die Beteiligung von Parteien an Medienunternehmen aus. Nun kann man die wirtschaftlichen Verflechtungen insbesondere aus Ihrer Sicht der SPD in diesem Bereich ja kritisieren. Aber erstens löst Ihr Antrag daran auch nichts. Zweitens ist es völlig absurd, ausgerechnet hier eine Bedrohung der publizistischen Vielfalt auszumachen. Tatsächlich wird doch Vielfalt vor allem dadurch bedroht, dass die Finanzierung von Journalismus in der Krise ist. Wirtschaftlicher Druck führt zu Machtkonzentration, führt zu Marktkonzentration. Und gerade kleine und unabhängige Medien müssen ums Überleben kämpfen. Intransparente Besitzstrukturen, Interessenkonflikte sind ein Problem, aber weniger bezogen auf Parteien als vielmehr auf private Besitzer, insbesondere vor deren Einflussnahme Redaktionen in Deutschland kaum geschützt sind. Was brauchen wir tatsächlich?
vollen Einblick in die Besitzstrukturen und vor allem eben auch in Interessenkonflikte. Ja, das aber bei allen Medien und Medienbesitzern. Ein gestärktes Medienkonzentrationsrecht, ein Konzept für eine Staatsferne, für Vielfalt, für stärkende Presseförderung und wie sie die Ampel inzwischen offensichtlich nicht mehr mit der Stringenz, wie es noch im Wahlprogramm stand, zu verfolgen scheint. Eine Regelung zu gemeinnützigem Journalismus brauchen wir, auf die wir nach Ankündigung im Koalitionsvertrag bis heute allerdings noch warten. Und wir brauchen auch eine Stärkung der inneren Pressefreiheit, um Redaktionen unabhängig von ihren Verlagsbesitzern zu machen. Das Wort hat der Kollege Thomas Hacker für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn die Fraktion am rechten Rand unseres Hauses einen Gesetzentwurf zur Verhinderung von Falschmeldungen und für Transparenz bei der Medienmacht von Parteien einbringt, dann sicher nicht aus demokratischer Überzeugung. Bei Russia Today, Sputnik und in anderen Lautsprecherorganen der autoritären oder totalitären Staaten kümmert sie Transparenz und demokratische Überzeugung ja auch nicht. Eine Partei, für die verzerrte Realitäten und Falschmeldungen das einzige politische Geschäftsmodell sind, kann per se kein seriöses Interesse an Transparenz haben. Sei es drum, über den vorliegenden Gesetzentwurf, den wir auch schon aus der letzten Wahlperiode kennen, Herr Branden hat es selbst schon bemerkt und festgestellt, müssen wir trotzdem sprechen. Transparenz ist ein zentraler Wert einer funktionierenden Demokratie. Als vierte Gewalt sind Medien unverzichtbar. Ihre Aufgabe ist es, die Regierung zu überwachen, die Öffentlichkeit zu informieren und ein Gegengewicht zur politischen Macht zu schaffen. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, wer Einfluss auf Berichterstattungen und die Zusammensetzung von Chefredaktionen nimmt oder nehmen könnte und wie sich Besitzverhältnisse von Medienhäusern gestalten. Die Menschen in unserem Land müssen wissen, wer ein vertrauenswürdiges, unabhängiges Presseerzeugnis ist und was eine reine Parteizeitung ist. Nur dann lassen sich im politischen Diskurs Argumente abgleichen, um schließlich eine eigene, informierte Entscheidung zu treffen. Medienmacht der Parteien ist dabei kein neues Thema im Deutschen Bundestag. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, ich hoffe, Sie kennen es, zu den unternehmerischen Aktivitäten der Parteien und das Urteil zum Hessischen Privatrundfunkgesetz sind mittlerweile 15 Jahre alt. Es ist kein Geheimnis, dass die SPD an mehreren Verlagen und Rundfunkanstalten beteiligt ist. Wir haben es gehört, dass der Bayern-Kurier zur CSU gehörte, Neues Deutschland und Linke größere Gemeinsamkeiten haben und wir Freie Demokraten am Universum-Verlag beteiligt sind. Um das zu wissen, reicht es aus, die Rechenschaftsberichte der Parteien zu lesen. Worüber wollen wir also lesen? In einem Zeitalter sinkender Auflagen von Printerzeugnissen, schneller Online-Schlagzeilen sowie der Allgegenwart von Social Media und selbstlernenden Algorithmen? Medienorganisationen legen heute größten Wert auf ihre Unabhängigkeit von politischen Einflüssen. Für Journalisten bestehen verschiedenste Compliance-Verpflichtungen und hohe redaktionelle Standards, die eine objektive und ausgewogene Berichterstattung sicherstellen sollen. Fälle fehlender journalistischer Distanz und unangebrachte Nähe bzw. politische Einflussnahme werden heutzutage umgehender und härter und schneller thematisiert. Zugleich gibt es in jedem Bundesland funktionierende Regulierungsbehörden, die genau auf die Arbeit der Medienunternehmen schauen. Im direkten Vergleich zu 2008, Facebook begann damals gerade rasant, die VZ-Netzwerke, Ältere mögen sich erinnern, abzulösen, sind die Verbreitungswege für politische Positionen heute vorrangig digital. Online-Medien, Blogs, YouTube, Messenger-Kanäle und was immer auch gerade entsteht. Diese Realität trägt dazu bei, dass keine einzelne Partei oder politische Gruppierung eine absolute Medienmacht ausüben kann. Über Filterblasen und Echokammern könnten wir ja gerne reden, aber das ist garantiert nicht in Ihrem Interesse. Sie fürchten die Pressefreiheit so sehr, dass Medienvertreter der Zugang zu Veranstaltungen verweigert wird, aber in die Notizbücher und in die Aufnahmegeräte rechter Gesinnungsgenossen sprechen Sie frei von der Leber. Aber auch das ist die AfD. Ihre Fraktions- und Parteichefin
spricht über die Gründung alternativer Medienkanäle und schließt dann auch den Einstieg in Medienhäuser nicht aus. Irgendwas für müssen Sie sich entscheiden. Solche Gedankenspielchen wie auf dem Landesparteitag in Baden-Württemberg 2020 kennt man sonst eigentlich nur aus Villen auf Ibiza. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man könnte die Debattenzeit hier im Hohen Haus besser nutzen. Was können wir grundsätzlich besser machen? Statt die Medien stark zu reglementieren, könnten wir uns darauf konzentrieren, die Qualitätsstandards des Journalismus zu fördern. In einer Zeit, in der Desinformation und Fake News so unmittelbar verbreitet sind, ist es entscheidend, dass wir die Medienfreiheit schützen und stärken. Medien müssen frei sein, um ihre Aufgabe als Wächter der Demokratie erfüllen zu können, ohne politische Einmischung oder Angst vor Repressalien. Lassen Sie uns doch lieber über die Lage der Pressefreiheit in Deutschland sprechen. Unser erneutes Abrutschen im internationalen Ranking von Reporter ohne Grenzen, der tägliche Hass gegen Journalistinnen und Journalisten, auch aus ihren Reihen im Netz, und die über 100 körperlichen Angriffe auf Medienvertreter allein in 2022 sind die beschämende Realität der Gegenwart. Darüber müssen wir reden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns Transparenz fördern und vor allem die Unabhängigkeit und die Vielfalt der Medien bewahren. Freie und pluralistische Medien sind die Grundvoraussetzung für einen offenen gesellschaftlichen und politischen Diskurs. Freie Medien stärken unsere Demokratie und schützen unsere Freiheit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Helge Lind für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Brandner, Sie haben ja vorhin ganz bewusst von Deutscher Demokratischer Verlagsgesellschaft gesprochen. Wagen Sie es noch einmal, dieses zu sagen. Die Sozialdemokraten haben gelitten unter der Zwangsvereinigung. Die waren in Zuchthäusern und wurden verfolgt, während Sie die Partei hier im Parlament sind, die für diktatorisches Denken, die für die Mentalität der DDR stehen. Wenn hier jemand für DDR im Parlament steht, dann Sie! These 1, Herr Brandner, die AfD begreift die Demokratie als Selbstbedienungsladen. Was ist denn mit David Bendels und dem Verein Recht und Freiheit? Was ist mit Alexander Segert und Gol AG? Was ist mit dem Milliardär Henning Conle? Alles sinistre, dunkle Schein- und Schattengeschäfte, mit denen die AfD sich finanziert. Merkwürdige, aus dem Ausland finanzierte, unter Unterlaufen der gesetzlichen Regeln existierende Wahlkampfzeitung. Die AfD ist direkt eingestiegen mit merkwürdigen, ja zutiefst unklaren, dunklen, täuschenden Goldgeschäften. Bei ihnen tritt plötzlich ein Goldschatz auf und so weiter und so fort. Hunderttausende mussten gezahlt werden wegen unterlaufendes Parteiengesetzes. Ich sage nur illegale Spenden, Weil, Reil und so weiter, ehemalige Vorsitzende von Ihnen auch, Herr Meuthen. Was ist denn das für eine Geschichte, die Sie hier erzählen? Sie bedienen sich an dieser Demokratie finanziell zu Ihrem eigenen Vorteil, nichts anderes. These 2, die AfD ist die Partei, die die Demokratie als Selbstbedienungsladen begreift, denn sehr gerne ablenkend von ihrer eigenen finanziellen Täuschungs- und Bedienungsmentalität weisen sie auf die SPD hin. Da ist aber alles Transparenz, Rechenschaftsbericht. Diejenigen Medien, an denen die SPD beteiligt ist oder unmittelbar und mittelbar beteiligt ist, waren solche, die entstanden sind, um eine demokratische Öffentlichkeit zu schaffen, um gegen Unterdrückung und Obrigkeitsstaat anzugehen. Die Medien, die Sie haben und die Sie wollen, sind solche, die gegen die Demokratie anarbeiten, die eben keine demokratische Öffentlichkeit wollen. These 3, die AfD begreift die Demokratie als Selbstbedienungsladen, denn sie sind die Meister der doppelten Standards und der Heuchelei, der Doppelmoral und der Bigotterie. Sie schwadronieren von Transparenz, intransparenter als ihre Geldmittel, als ihre Finanzierung, als ihr Denken, als ihre Abhängigkeiten geht es überhaupt nicht. Sie sind sowas von bigott und sie wollen, dass SPD-Medien gekennzeichnet werden. Sie sollten mal ihre Schattenmedien wie den Deutschlandkurier, aber permanent und auf jeder Seite und auf jeder Präsenz und in jedem Artikel zehnfach kennzeichnen. Viertens, These 4, die AfD begreift die Demokratie als Selbstbedienungsladen, denn die Demokratie ist für sie genau dann interessant, wenn sie gepampert werden,
wenn nett über sie gesprochen wird. Aber sobald mal, was der Kern von Demokratie ist, kritische Äußerungen in Medien und Presse erscheinen, fallen Sie als Major League des Lamento ins Jammern, ins Mimosenhafte, ins Selbstmitleid. Das ist doch erbärmlich. These 5. Die AfD ist diejenige, die die Demokratie als Selbstbedienungsladen begreift. Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit gilt genau dann für Sie, wenn es für die AfD gilt. Sobald andere die in Anspruch nehmen, regen Sie sich darüber auf. Scheinheiliger geht's nicht. Und These 6. Die AfD begreift die Demokratie als Selbstbedienungsladen. Sie sehen doch immer überall Verschwörungen. Überall Verschwörungen. Was machen Sie denn? Sie sind in der Demokratie und mit den Mitteln der Demokratie unterlaufen, bekämpfen und höhlen Sie die Demokratie aus. Nirgendwo sind Verschwörungen. Die einzige, aber die echte Verschwörung mit konspirativer Finanzierung, mit Täuschung, mit Tricksen, das sind Sie. Die Verschwörung in diesem Land hat einen Namen, AfD. Das Wort hat die Kollegin Mechthilde Wittmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! In der Tat beraten wir heute einen Gesetzentwurf, den die AfD nahezu wortgleich 2019 schon einmal eingebracht hat. Den hat sie in mehreren Landtagsparlamenten eingebracht, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 2019. Und immer heißt er Medientransparenzgesetz. Warum wird er wohl abgelehnt? Die ständige Wiederholung auf allen Ebenen macht es nicht besser. Sie insinuieren, dass Parteien oder auch Politiker, die eine Partei, eine Beteiligung, hier nennen sie immer die SPD, an einem Medienverlag hätten, entsprechenden Einfluss auf den redaktionellen Teil nehmen würden, angeblich um eine AfD-feindliche Berichterstattung zu erreichen. Meine Damen und Herren, vielleicht sollten Sie sich eher mal damit beschäftigen, dass Ihre demokratiefeindliche Politik Anlass dazu gibt, auch darüber entsprechend zu berichten. Und meine Damen und Herren, wenn Sie dann mit Lügenpresse das Ganze etikettieren, dann ist es genauso armselig, wie Sie hier daherkommen. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt das Parteiengesetz ändern wollen, um den Rechenschaftsbericht auszuweiten, und wenn Sie das Gesetz gegen den unterlauteren Wettbewerb sich vornehmen, um auch hier Medienunternehmen zu vermeintlicher Transparenz zu verpflichten, dann müssen wir uns schon einmal einen anderen anschauen, der auch Herr Kollege Lind, ich referiere ja ungern bei Ihnen, aber das muss ich in dem Fall tun, schon angesprochen haben. Das Interessanteste dabei ist aber, dass ein Ausdruck überhaupt niemals vorkommt, im ganzen Gesetzentwurf nicht. Und ich habe mir extra die anderen auch einmal angeschaut, die Sie schon so alle gepinselt haben. Und da findet sich das Wort Pressefreiheit mit keinem einzigen Wort. Oder das Wort Grundrecht taucht kein einziges Mal auf. Aber jede Regulierung im Bereich der Medien kann eben eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit sein. Und dieses, meine Damen und Herren, muss sich immer an Artikel 5 des Grundgesetzes orientieren. Und Pressefreiheit ist eben nicht, wie Sie das wohl verstehen, ausschließlich das Berichten und Propagieren Ihrer Positionen, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Heveling hat schon in ganz hervorragender Art und Weise berichtet, wie manipulativ Sie über die sozialen Medien versuchen, hier Algorithmen zu schaffen und Meinungen zu manipulieren und Leute in die Irre zu führen, die sich in Wirklichkeit nur informieren wollen. Und jetzt sage ich Ihnen mal eines. Der Kollege hat es gesagt, Sie selbst betreiben das Organ Deutschlandkurier. Das haben Sie zuerst versteckt unter dem AfD-nahen Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten. Nunmehr firmiert das Ganze unter Conservaire Communications GmbH, alles herausgegeben, Vereinsvorsitzender, Geschäftsführer, Alleininhaber. Ein Herr, der nachweislich die AfD über Wahlanzeigen und Ähnlichem finanziert. Und nirgendwo taucht das Wort AfD auf. Nirgends wird so versteckt wie dort. Und deswegen, meine Damen und Herren, glaube ich, Sie sind eher der richtige Erfinder, wie man den finanziellen und redaktionellen Wechselnutzen am besten ausschlachten kann. Und dann lese ich Ihnen mal die schillernden Namen Ihrer Redakteure vor. Peter Büstron, Martin Hess, Katrin Ebner-Steiner, Martin Renner, Martin Böhm, Stefan Broschka, Kai Gottschalk. Allmählich endet leider meine Redezeit. Ich sage Ihnen an dieser Stelle nur eines.
Die vorhandenen Vorschriften im Parteiengesetz und in den Pressegesetzen der Bundesländer schaffen ausreichend transparente Regelungen. Der vorgelegte Gesetzentwurf ist nichts weiter als die Verschriftlichung der Scheinheiligkeit dieser Partei. Des Kollegen Erhard Grundl für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen nehmen wir zu Protokoll. Das Wort hat die Kollegin Simona Koss für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die AfD möchte über die Verhinderung von Falschmeldungen sprechen und über Transparenz bei der angeblichen Medienmacht von Parteien. Das gibt mir die Gelegenheit, mich zu zwei Punkten zu äußern. Erstens finde ich es ja schon erstaunlich, dass sich die AfD bei diesem Thema nicht wenigstens einmal kritisch an die eigene Nase fasst. Sie sind es doch, die mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten Stimmung machen. Hier im Bundestag, wo Sie in jeder Debatte die Tatsachen verdrehen und verleugnen. Wir sehen es auch bei uns in Brandenburg, mit welchen erfundenen Geschichten und Unterstellungen Sie Wahlkampf machen, um die Leute gegen demokratische Parteien aufzuwiegeln. Das ist unverschämt und unlauter. Und Sie geben ja auch noch selbst zu, dass Sie das tun. Sie manipulieren Fotos, ganz wie es Ihnen in den Kram passt. Diese gefälschten Bilder dienen für Sie der Illustration politischer Meinung. So hat es Ihr Abgeordneter Kleinwächter öffentlich zugegeben. Kollegin Koss, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten? Nein, das möchte ich hier nicht. Sie produzieren und verbreiten absichtlich Falschmeldungen. Das ist eine bewusste Irreführung der Bevölkerung. Sie entziehen damit jeder sinnvollen politischen Beteiligung der Bürger den Boden und setzen wissentlich unsere Demokratie aufs Spiel. Sie reden über die Verhinderung von Falschmeldungen. Fangen Sie doch bitte mal bei sich selbst an. Lassen Sie mich zweitens noch über die Tageszeitungen sprechen. Die Zustellung ist tatsächlich ein ernstes Problem in vielen ländlichen Regionen, auch in meinem Wahlkreis in Märkisch-Oderland und im Barnim II. Jetzt könnte man denken, wer liest denn noch gedruckte Tageszeitungen? Aber ich sage Ihnen, der Zugang zu verlässlichen politischen Informationen gehört zur Daseinsvorsorge in einer Demokratie. Und wer seine Zeitung gern gedruckt liest, dem müssen wir das auch ermöglichen. Das betrifft viele Menschen, nicht nur Ältere, nicht nur in Dörfern. Für die Verlage ist die Zustellung an vielen Orten nicht mehr finanzierbar. Damit schneiden wir große Bevölkerungsteile von Informationen ab. Wir verweisen sie damit auf unseriöse Quellen aus Telegram-Kanälen und Ähnlichem, in denen sie dann auf die Manipulation und Fake News der AfD stoßen, so wie ich es gerade ausgeführt habe. Den Zugang zu seriösen Informationen zu erhalten, ist eine Frage der Demokratie und der Stärkung des Souveräns. Ich bin deshalb froh, dass unser SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil jetzt öffentlich für die Zustellungsförderung im ländlichen Raum eingetreten ist. Das ist der richtige Weg, auch für die Menschen in Märkisch-Oderland und im Barnim. Und ich hoffe, dass wir uns innerhalb der Koalition bald auf einen entsprechenden Gesetzentwurf verständigen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich erteile dem Abgeordneten Brandner das Wort zu einer Kurzintervention. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Koss. Sie waren jetzt die dritte Rednerin der SPD dieser Debatte, die sich ja insbesondere um die Medienbeteiligung der SPD dreht. Zwei Redner sind ausgeflippt. Der Herr Lindt ist fast explodiert am Rednerpult. Sie waren ja zumindest noch relativ sachlich. Aber eine konkrete Frage habe ich dann vielleicht doch, mit der Bitte, nicht wieder Ausflüchte in die allgemeine Welt, das weiß ich nicht, zu machen, sondern ganz konkret meine Frage zu beantworten. Sie haben zweimal erwähnt, einmal bezogen auf Brandenburg, einmal so allgemein, die AfD würde Falschmeldungen produzieren und verbreiten. Nennen Sie mir noch mal vielleicht zwei Beispiele für Brandenburg und zwei Beispiele ganz konkret, ohne jetzt wieder allgemein auf irgendwas rumzureiten, was Sie damit konkret gemeint haben. Das würde mich mal interessieren.
Möchten Sie erwidern? Dann ist das so, und wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nicht nur, weil die AfD einen fast wortgleichen Antrag aus der vergangenen Wahlperiode vorlegt, erleben wir hier ja ein bisschen ein Déjà-vu an die vergangene Wahlperiode. Da waren wir es ja gewohnt, am Donnerstagabend zu fortgeschrittener Stunde Brandner Rumpelei der Ladenhüter der Anträge hier zu erleben, die die AfD noch so auf der Pfanne hat. Ich kann Ihnen sagen, ich habe das nicht vermisst. Wir müssen das hier nicht fortsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und Ihr neuestes Thema, oder so neu ist es ja nicht mehr, Ihr recyceltes Thema ist jetzt also die Medienbeteiligung von Parteien, insbesondere die Medienbeteiligung der SPD. Und dann fragt man sich ja, was ist eigentlich Ihr großes Problem? Was ist der große Schmerz, der jetzt dazu führt, dass wir das hier debattieren müssen? Sie fühlen sich schlecht behandelt. Sie finden diese unter SPD-Beteiligung mit herausgegebenen Medien, die schreiben zu schlecht über die AfD. Und ja, dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen. Das kann an einer SPD-Beteiligung liegen oder, und das erscheint mir realistisch, es kann daran liegen, dass Sie einfach schlechte Politik machen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Denn das ist die Realität. Ihre fehlende Abgrenzung zum Extremismus, Ihre inhaltliche Ideenlosigkeit und Ihr Umgang und Stil mit der Demokratie, das ist das Problem. Und mir ist ganz egal, welche Medienbeteiligungen da von irgendwelchen Parteien vorliegen. Diese Medien haben allen Grund, schlecht über Sie zu schreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich will das schon auch noch mal sagen, und ich mache jetzt hier keine große Medienschelte, aber das fällt einem dann ja schon auf, wenn man in die heutige Tagespresse mal vergleichend schaut. Zur Performance von Nancy Faeser. Über die Migrationspolitik haben wir genug geredet, aber ich will Ihnen nur mal einen Vergleich illustrieren. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit SPD-Beteiligung schreibt, Zitat, SPD will nur Journalistinnen bei Faeser. RND schreibt, SPD will nur Journalistinnen bei Faeser. Die Bild-Zeitung schreibt, SPD lädt Männer aus. Und das ist die Wahrheit. Und ich sage Ihnen eins, ich wäre froh, wenn das die größten Probleme wären, die Frau Faeser im Moment hätte. Das wäre gut. Aber sie sollte jetzt nicht noch 50% der Wähler ausschließen. Dann nähert sich die SPD in Hessen dem Projekt Einstelligkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist so, wenn man sagt, schlecht, ja, dann können Sie sich jetzt beklagen. Inhaltlich, die AfD hat nichts dazugelernt. Das haben wir hier schon etwas abgekürzt, kann man sagen. So schon früher falsch. Brandner, siehe Plenarprotokoll vom 12. Dezember 2019. Noch immer nichts dazugelernt, siehe Plenarprotokoll von heute. So kann man eigentlich die Debatte zusammenfassen. Aber ich sage Ihnen auch, jenseits der AfD, ein Thema ist sicherlich wichtig. Und das ist auch eine Adresse an die Medien. Viele Menschen in unserem Land sorgen sich über die fehlende Meinungspluralität in den Medien, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ohne AfD-Klamauk sollten wir dieses Thema auch politisch angehen. Das wäre wichtig über diese Debatte hinaus. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 8531 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP wünschen Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Rechtsausschuss. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Überweisungsvorschlag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion, der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP, Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Danke.
Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Überweisungsvorschlag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Oppositionsfraktionen CDU, CSU und DIE LINKE gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 19.